Hey ihr Wassertropfen Neulinge und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Twitter-Seite gehen, denn ich möchte darauf aufmerksam machen. Und einfach, ja, es folgen uns schon ein paar auf Twitter. Und ich möchte einfach, dass ihr jetzt einfach mal davon erfährt, weil auf Twitter kommen auch dann auch so private Posts und so weiter. Und dass ihr euch einfach denen mal anschließt. In nächster Zeit werde ich wahrscheinlich auch da sehr aktiv sein. Das hängt halt dann damit ab, ja, ob ich jetzt Zeit habe. Es ist halt leider Gottes so, dass ich jetzt auch Schule habe. Im Moment, ja, morgen ist der letzte Tag. Das heißt, morgen wird es öfters kommen. Ich bin halt noch im Umzug drin, weil ich bin ja jetzt in eine neue Wohnung umgezogen. Und da ist es halt nun mal so, dass ja, ein bisschen Stress ist und ihr kennt das vielleicht von euren Umzügen her oder so. Und ja. Fragen würde ich beantworten, also die ihr mir auf Twitter stellt, würde ich über den Hashtag FragKitox beantworten. Da habe ich mir jetzt nicht gedacht, ich nenne das jetzt nicht AskKitox, weil dann, weiß nicht, das klingt irgendwie so komisch, weil das ist dann so wie, weiß ich nicht, 2T in dem Namen, weil KK. Nicht gut. Auf jeden Fall, alle Fragen, die ihr an diesen Hashtag FragKitox stellt, werden dann auch speziell in Videos von mir beantwortet. Das heißt, ich mache es dann so, dass ich einfach so eine Community-Video mache, wo natürlich auch euer Twitter-Kanal da ist. Ihr könnt dann natürlich, ich habe da mit kein Problem, könnt ihr auch Werbung machen für euren YouTube-Kanal. Würde mich sogar freuen, weil ich weiß halt, wie es war. Also die ersten 100 Abonnenten, das war echt extrem schwer. Ich sage jetzt nicht, dass 500 Abonnenten viel ist oder so. Nur die ersten 100 Abonnenten, Leute, ich muss euch sagen, da bin ich wirklich ein Jahr dran gesessen. Okay, ich habe damals auch viel Müll produziert. Ich produziere im Moment, naja, es geht ein bisschen bessere Videos. Und ja, die könnt ihr da machen. Und ich werde natürlich auch auf eure Vorschläge eingehen, die ihr unter dem Hashtag KitoxArmy posten könnt. Zum Beispiel, ja, spiel mal dieses Spiel oder, keine Ahnung, weiß ich nicht, in einem Jahr oder so vielleicht, könnt ihr mal sagen, ja, mach das Fantreffen in dieser Stadt oder so. Oder, keine Ahnung, in 2 Jahren, ich weiß nicht, wann ich mal Fans haben werde. Oder vielleicht habe ich schon Fans. Ich habe halt ein paar schon Leute, die mich feiern, das finde ich extrem cool von euch. Ich versuche auch so viel wie möglich mit euch irgendwas zu zocken oder so. Ich habe halt im Moment nicht so viel Zeit, es tut mir leid. Doch, ja, ich habe jetzt wieder eine Freundin, das heißt, mein Privatleben ist jetzt auch ein bisschen wieder da. Und ich bin gerade auch dabei, meine ganzen Thumbnails zu überarbeiten, wie ihr es vielleicht in den 2 Videos gesehen habt. Die werde ich euch auch nochmal verlinken, dass ihr euch die Thumbnails anschauen könnt. Könnt ihr mir auch unter einem Hashtag KitoxArmy sagen, yo Kitox, die Thumbnails gefallen mir, oder yo Kitox, die Thumbnails ist scheiße, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr das da machen. Alle weiteren Fragen und auch Verbesserungsmöglichkeiten könntet ihr mir auch natürlich ebenfalls auf Twitter schicken. Also einfach so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, ich weiß nicht, ich könnte sagen, ja, ich kann nicht schlafen, bin müde oder, weiß ich nicht, ihr könnt einfach alles posten, weil es ist Twitter und ich habe alles gerne. Hate-Kommentare auf Twitter hätte ich nicht so gerne, die könnt ihr ruhig auf YouTube schreiben, damit habe ich kein Problem, nur auf Twitter. Ich meine, natürlich könnt ihr sagen, ja, mir gefallen deine Videos nicht. Ich habe nichts gegen Meinungsfreiheit, aber so wie mit du bist scheiße, gesterben und so weiter, das bitte nicht auf Twitter posten. Auf YouTube könnt ihr euch freien Auslauf lassen, weil, ja, das ist mir eigentlich egal und, ja. Also ich werde es auch nicht auf Twitter irgendwie so beherzigen oder so weiter, weil ich finde nicht, dass ich scheiße bin, es hat ja jeder seine Meinung, nur, ja, ich finde es halt nicht, vielleicht finden es andere. Schön, dass ihr so findet. Ich sage jetzt nicht, Entschuldigung, ich bin kurz auf mein Mikro angekommen. Ich sage jetzt nicht, ja, ihr seid jetzt ebenfalls scheiße oder so, sondern ich sage jetzt einfach, okay, gut, tut mir leid, dass mir dir meine Sachen nicht gefallen. Und ich werde versuchen, wenn du mir einen Verbesserungsvorschlag da lässt, wäre das sehr nett. Dann werde ich auch versuchen, den auch zu beherzigen und den zu machen. Ich versuche wirklich, halbwegs gute Videos zu produzieren für euch, die euch gefallen.
und die euch auch Freude machen. Und ich versuche euch auch, vielleicht habt ihr schon bemerkt, in ein paar Videos auch so zu unterhalten und ja, euch halt den Tag zu verschönern. Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein neuer Follower werdet und dazu beiträgt, die Kitox-Community damit zu unterstützen. Momentan sind wir noch eine kleine Community, vielleicht wachsen wir noch. Ich habe noch ein Projekt laufen im Moment, das werde ich auch versuchen größer zu machen, damit ich, weil es ist ein ganz wichtiges Thema, es geht um Mobbing in diesem Projekt und ich möchte halt darauf aufmerksam machen, weil ich finde Mobbing nicht gut. Ich meine, okay, wer findet Mobbing schon gut? Nur ich möchte das einfach in diesem Minecraft-Projekt darauf aufmerksam machen. Wenn ihr dieses Konzept haben wollt von diesem Projekt, dann könnt ihr mir das ebenfalls auf Twitter oder auf YouTube unter dem Hashtag Project Difference posten. Gut, ansonsten war das für diesen Tag. Und damit bin ich raus. Arrivederci!